Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 17 Ultimate Team. Ja, es war nicht der Einstand, den ich mir erhofft hatte von Balotelli, lag aber mehr an mir als an ihm. Er hatte einen guten Schuss. Er hat sich auch so eigentlich ganz gut angefühlt. Ich habe einfach zu schwach gespielt und der Gegner war in dem Moment zu stark einfach für mich. Also für die Leistung, die ich geliefert habe, war der Gegner zu stark. Ich denke, an einem guten Tag hätte ich gewinnen können, aber es ist mühselig, darüber nachzudenken. Wir werden jetzt natürlich. Hä? 80er gegen 78er? Bin ich doof? Wir werden jetzt natürlich mit der Bundesliga spielen. Wir machen nochmal einen Versuch mit dem Turnier. Und Alessandrini. Oh, ich bin fast dafür, ihm normalen Spielvertrag zu geben. Ob ich 25 Spiele mit ihm mache, ich könnte es mir erst gesagt, 25 sage ich schon, 27, ich könnte es mir vorstellen. Ich müsste mir mal Manager, ich müsste mal gucken, was Goldmanager kosten, ob die schon bezahlbar sind. Schreibe ich mir mal auf. Nach Goldmanager schauen. So. Ja, 27 Spiele, 27 Spiele, 27 Spiele. Aber ich habe halt auch nicht so viele normale Goldverträge, oder? Nur noch zwei Stück. Ja, komm, wir geben ihnen jetzt das. Die sind eh zur Zeit noch billig. Wahrscheinlich kaufe ich mir dann auch demnächst nochmal ein paar seltene Goldverträge. Ich glaube, die kriegt man momentan für 300 oder so. Kann man eigentlich gar nicht genug haben. Auch später dann für die Saison. Okay. Wieder klarer spielen, nichts so blöd, komisch, merkwürdig abbrechen etc. Nicht sinnlos versuchen rumzudribbeln, wenn es ja keinen Sinn macht, vor allem nicht gegen Gegner, wo ich der Meinung bin, dass der nicht schlecht genug dafür spielt. Und der hat zwar volle Chemie, aber merkwürdiges Türkenteam, ich glaube, es war nur Türkenteam gehabt, weil teilweise Bronze, viel Silber, oh, jetzt darf ich nicht verlieren. Gegen solche Spieler zu verlieren ist immer total peinlich. Wenigstens habe ich diesmal meine Inform nicht drinne. Oh, es leckt ganz leicht. Ich hoffe mal, das bleibt nicht so. Ja, ich glaube, es hat aufgehört, oder? Ne, es leckt immer noch leicht. Ah, wenn er ihn da nicht blockt. Geil, rennen sie sich gegenseitig über den Haufen. Ah, das ist eigentlich schon fast rot, oder? Das ist schon fast rot. Also gelb ist es mindestens, ja genau. Sage ich doch, das ist schon fast rot. Alleine vor dem Tormann. Hinten rein, auch krasse Schuhe von Kagawa. Gut, jetzt darf ich erst recht nicht verlieren, das wäre jetzt noch peinlicher. Habe ich denn jemanden, der es kann? Freistoßspezialist 69, was? Ich habe gar niemanden, der es auch nur ansatzweise kann. Ach du Gott, 23 Meter, ich hoffe mal trotzdem, dass es irgendwie reicht. Anscheinend nicht, anscheinend nicht. Ich glaube, ich sollte mit der Bundesliga in Zukunft lieber ablegen. Gerade wenn ich so nah dran bin, weil ich glaube, da brauche ich schon eher einen Freistoß-Spezialisten. Aus der Entfernung einfach mit Kraft raufbouldern, das kriege ich vielleicht sogar noch mit schlechteren Spielern hin, also die es nicht so drauf haben, was die Freistöße angeht. Ah, hier hätte ich in den Lauf spielen sollen, ich Trottel. Hab einen normalen Pass probiert. Oh, das war doch kein Foul. Das ist wieder einer, der alles pfeift. Ach stimmt, wer hat ja schon einen weniger, fällt mir gerade ein. Dann hab ich gar nicht mehr gedacht. Geil, wurde direkt mal geklärt. Was ja merkwürdig geklärt von Brooks. Ah ja, Brooks im Test. Hallo. Oh, Glück gehabt. War aber auch wieder irgendjemand ganz Kleines, den ich da zur Auswahl hatte. Wie gesagt, wir müssen das Spiel gewinnen. Wir sind verdammt zu gewinnen. Deutlich bessere Team. Gegner hat einen weniger.
Und ja, oh Gott, ich habe gedacht, Kruse schießt daneben. Oh. Verdammt, wie war denn nochmal? Wie war denn nochmal das Schuhe putzen? Und dann muss ich den erst freischalten? Muss mal online nachgucken. Aber ich denke nie dran, wenn ich offline bin, also wenn ich nicht aufnehme. Zum Glück habe ich hier nicht direkt geschossen, sonst schieße ich immer im Affekt und im Reflex direkt. Und da ins lange Eck zu treffen, ich dachte echt, ich schieße daneben, aber er schießt ihn echt rein. Mit den schwachen Rechten, richtig geil. Der Kruse Max, ich sag ja, da schießt die Tore wieder von alleine, wie FIFA 16. Da legt ihn sich mal vor. Wollte ich wieder zu viel geeiert. Hier ist der Gegner einfach stehen geblieben, hat er gut gemacht. Jetzt wollte ich mal einen richtigen aufziehen. Kagawa war nicht der richtige Mann für Distanzschüsse, aber egal. Ich bin trotzdem gerade nicht zufrieden mit meinem Spiel, auch wenn ich führe. Hab einfach schon so viele gute Chancen wieder gehabt mit Kagawa etc. mit Kruse und hab keine weitere genutzt. Aber ich glaube, das ist das Richtige, immer unzufrieden sein mit dem eigenen Spiel, nur dann verbessert man sich. Sobald man satt ist, stagniert man. Oh Gott. Seine Verteidigung oder wer auch immer das ist, ist auf jeden Fall nicht so schnell und er war noch abgefälscht. Krass, aber Kagawa steht einfach so geil, wenn man sein Positionsspiel macht, sich echt bezahlt. Oh Gott, schlecht. Außennetz von Rode, schade, aber langsam finde ich mein Spiel besser, weil wir werden zielstrebiger, sage ich mal. Das war dumm, aber ich dachte, er macht erst noch einen Schlenker, bevor passt. Das war gerade das Problem. Kein Foul, interessant. Knapp, gar nicht so schlecht der Schuss von Gilabogi. Aber wie gesagt, ich werde zielstrebiger, mir langsam gefällt mir mein Spiel. Ich werde zufrieden auf jeden Fall. Weil wir kommen in Abschlusssituation. Das habe ich halt gemeint, wieder komisch rumgetrippelt, was ich halt überhaupt nicht kann. Aber eigentlich muss ich da mit Kagawa in der Lage sein, mal einen Spieler zu vernaschen und zum Abschluss zu kommen, aber ich krieg das einfach nicht hin, egal was ich mache. Ich weiß nicht, ob die Gegner so gut stehen oder weil ich echt einfach zu blöd bin, auch nur ansatzweise zu dribbeln. Und oh, den hält er noch richtig krass rausgekratzt. Aber guter Abschluss von Kagawa. Und Brooks! Da macht er sein Tor. Deswegen habe ich ihn mir geholt, weil er... Ach, ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Deswegen habe ich mir geholt, weil er schön groß ist, auch ganz gut springen kann, glaube ich, Powerheader hat etc. 2-0. Vielleicht ist es ja auch ein Gegner, der irgendwann abbricht. Schließlich hat er einen weniger, also die Wahrscheinlichkeit, dass er jetzt noch gewinnt mit einem 2-0, eher gering. Scheint noch nicht aufzugeben. Würde ich ehrlich gesagt auch nicht. Also aufgeben sollte man nie. Oder? Ah, war zu riskant, war ein dummer Pass. Oh, nimm den Ball doch mit, Mann! Wenn er den mitgenommen hätte, wäre richtig geil gekommen.
Schön gesehen vom Gegner. Aber das nervt mich so dermaßen, dass ich einfach nicht dribbeln kann. Ich mir überlege, wie andere da immer rumdribbeln in meinem Strafraum und ich dann immer total zu tun habe, dass ich nicht total den Anschluss verliere mit meinen Verteidigern und ich krieg das einfach nicht hin. Ich meine, ich will ja nicht der beste Dribbler der Welt werden, aber dass ich einfach mal einen Tick besser dribbeln kann. Egal wie gut oder schlecht mein Gegner dribbelt. Okay, ich muss zugeben, mit Inform oder Second Inform Kruse letzte Saison bei FIFA 16, da habe ich es ganz gut hinbekommen, ab und zu mal. Aber Kagawa ist auch ein totales Dribbelmonster. Also, was ärgert mich. Aber ich glaube, ich konnte echt noch nie, seitdem ich FIFA spiele, ich konnte noch nie dribbeln. Also zumindest nicht wirklich, also so richtig geil. Gut, klar, kann jeder ein bisschen dribbeln, ne? Aber ihr wisst, was ich meine. So das Aussteigen lassen. Man hat immer mal Situationen, wo man sich irgendwie durchdribbelt und dann ein Tor schießt und man dann sagen kann, oh, das war mega geil, aber das war dann meistens nicht richtig so gewollt oder. Kagawa. Das war dann meistens nicht richtig gewollt oder. Es war einfach Glück. Oder der Spieler, den man gesteuert hat, hat quasi alles von alleine gemacht. Solche Sachen eben. Das kriege ich auch hin. Aber wenn man wirklich so bewusst dribbelt, also ab und zu vielleicht mal eine gut gesetzte Schusstäuschung und dann muss der Gegner halt einfach scheiße spielen. Aber ansonsten kann ich es eigentlich komplett vergessen, was das Dribbeln angeht. Was ich gerade gemacht habe, das waren schon eher so meine Stärken. Flanken, Kopfballtore, okay, das bin glaube ich in FIFA 16 überhaupt nicht gut. Aber eben in allen anderen FIFAs war das immer ganz gut. Das war immer so. Das war immer so meine Stärke, aber. Das Dribbeln habe ich einfach nie hinbekommen. Das war jetzt zum Beispiel mal ein anständiges Dribbling. Aber es war halt auch wieder nicht im Strafraum. Also es war halt einfach nicht so krass relevant. Und das ärgert mich halt so ein bisschen. Klar können jetzt auch Dribbeln mega krass trainieren und alles, aber so einfach mal aus dem Spiel heraus. Oder durch Spiele halt das Dribbeln irgendwie trainieren, das kriege ich einfach nicht hin. Ich habe auch keinen Bock mehr jetzt stundenlang hinzusetzen, um da Dribbling zu üben. Wahrscheinlich brauchen wir halt wirklich auch die entsprechenden Spieler, aber wie gesagt, ein Kagawa sollte ja eigentlich ein entsprechender Spieler sein. Den wollte ich auf Kruse passen, da muss ich aber mit dem Cursor richtig verschissen haben. Eieiei. Oh, da habe ich eigentlich gedacht, er geht ins Kopfballduell. Schade. Eieieiei. Danke. Mach ich auch gerne mal, schlecht den Ball vorlegen. Oh, was für ein geiles Tor. Und das, obwohl er. Okay, keine Ahnung, was das für ein Jubel war. Ich habe ja mal ein paar Tasten gedrückt, weil ich irgendwas anderes machen wollte. Das war ein geiles Tor und ich glaube sogar mit Außenmauke, oder? Ja, und das, obwohl er ja eigentlich kein Distanzschütze ist, aber vielleicht zählt es auch schon als Schuss aus der Box, keine Ahnung. Ich habe ihn einfach nur gut genug aufgezogen. Nice. Also langsam bin ich auch zufrieden mit dem Stand im Spiel. Wir haben eine rote Karte beim Gegner, also ja, ein 4-0 ist echt okay. Und wir haben sogar noch Zeit für weitere Tore. Damit machen wir jetzt logischerweise automatisch. Kurz konzentrieren. War wieder schlecht getribbelt. Wieder dumme Idee von mir. Hätte da einfach wieder schießen sollen. Ja, aber wie gesagt, ich kann nicht 100% zufrieden sein mit dem Spiel, weil das war wieder eine Situation, die ich einfach nicht anständig zu Ende gespielt habe. Kein Foul, okay. Aber krass, dass der Gegner echt nicht aufgibt, das finde ich gut.
Ich weiß, wie schwer das ist in solchen Situationen. Nicht meine Ecke, oder? Oh, das ist bitter. So, das war mal ein anständiges, ich will es nicht direkt Dribbling nennen, aber eine anständige Verlagerung auf den rechten Fuß. Also das hat mir gefallen. Soll die Zeit runterlaufen lassen oder was? Hat er keinen Bock mehr? Gibt's nur einen Move? Schießt auch gerne noch ein paar Tore, wenn er möchte. Schön durchgelassen den Ball. Aber ich meine, wenn er halt mit so einer Mannschaft antritt, was will er erwarten? Und wenn er dann direkt so einen Katastrophengrätsche auspackt, um da die rote Karte abzuholen, also dafür kann ich ja nichts. Das mit der Karte kann man vielleicht gerade noch sagen, okay, das war Pech. Er hat gedacht, er erwischt den Spieler noch, aber wie gesagt, dass er mit dem Team antritt, dass er mit dem Team antritt, ist ja seine eigene Entscheidung. Wo ist Brooks? Oh, relativ weit hinten. Da ist Brooks. Jetzt hofft er nochmal, dass er kontern kann. Sinac. Oh, ich habe nicht gesehen, dass er Thomas rausholt. Fuck. Nice. Wenn er einen Tick weiter nach oben geht, der Schuss, dann geht er vielleicht über den Thomas drüber. Fuck, Kagawa, was machst du denn? Aber gut, der Gegner jetzt spielt halt nicht mehr anständig mit, aber ist okay. Ja, verdienter 4-0-Sieg, schönes Ding. Ich hoffe mal, also von mir aus dürfen auch weiterhin solche Gegner kommen. Ich hab's gerne leicht, gerade in so einem Turnier. Tore, 1 Kruse, 2 Kagawa, Vorlagen, oh, 4 verschiedene, die Vorlagen gegeben haben. Und Johnson ist der Beste. Interessant, obwohl er kein Tor gemacht hat und nur eine Vorlage. Eigentlich hat Kagawa mit 2 Toren und einer Vorlage doch eigentlich 6 von 7 Schüssen. Anscheinend sind erfolgreiche Pässe das Ausschlaggebendste bei der Bewertung, weil ja die meisten Pässe, er hat nicht mal die meisten abgenommenen Dribblings, aber dafür halt perfekt abgenommene Dribblings. Flanken ging 2 in die Hose, gewonnene Zweikämpfe 3 von 3, also so richtig verstehe ich das nicht ganz bei FIFA 17, wie hier bewertet wird. So, das heißt, wir müssen dann direkt noch ein Spiel machen. Ich hoffe mal, dass nochmal ein leichter Gegner kommt. In diesem Sinne, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, damit man euch loben. Euer Paxis, bis zum nächsten Mal. Bis hoffentlich morgen. Tschö, tschö.